und herzlich willkommen zurück. Euer Robin Kaiser ist mit dem Start zum 10. Adventskalender-Türchen. Wir haben bald die Hälfte geschafft. So, heute mal ganz was anderes. Wir machen das nämlich so. Wir schieben die Adventskalender unter die Flamme. Nehmen und fackeln ab. So, und zwar, wir suchen die 10. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Wir gucken erst einmal und dann fahren wir gemeinsam rein und holen das Türchen raus, wo auch immer dieser verdammeldeite 10 versteckt ist. Wahrscheinlich muss ich echt unter die Kerzenlicht halten. 15, 17, 20, 14, 16, 18, 24, 19, 3, 22, 10, da unten ist sie. Ich bin ein kleiner Blindfuchs. Die Frage ist immer, wenn wir solche komischen Türchen drauf haben, welcher D gehört uns? Ich glaube mal der Heidelbeertraum, weil ich sehe da 5 verschiedene Möglichkeiten, welche Ds da gerade sein könnten. Also ja, ist ja schön, dass der irgendwas unterstützt. Also SOS Kinderdorf, aber dennoch, man könnte doch ein bisschen darauf achten, dass der D wenigstens da ist, wo er hin soll. So. Geht ja nicht. So. Hat wieder wer gepfuscht an der Arbeit. Ja, ja. So. Rein damit. Mit dem heißen Wasser. Wir rühren ein bisschen rum. Ja, schön. Heute ist ein bisschen komisch. Heute ist ein bisschen anders. Und. Tada. Unsere Lose für heute ist doch was Schönes. So 2 Double Win. Da freut sich selbst Rob. Na, streichel. So, nun denn. Das Los wieder unter meinen Flügel und wir gucken, ob wir was rausrubbeln. Die 3, die 6, die 12. Gefolgt von der 6, gefolgt von der 3. Gefolgt von der 12, die Möglichkeit besteht also quasi für alles. Die 35.000, die 6. Oh, auf jeden Fall sind wir in keiner Minusfolge. Ist es die erste Plusfolge im Lucky, ich meine, im Adventskalender? Dafür müssten wir jetzt noch einen Gewinnverdoppler haben. Gatsching! Doch das richtige losgegriffen. So, egal was im zweiten Los jetzt drin ist, wir haben verdoppelt einen Sechser. Wir haben 6 Euro Einsatz gehabt. Wir haben 12 Euro rausgewonnen. Gatsching! Wir haben die erste Profit-Folge im Adventskalender. Ist doch schön. Schon lange nichts mehr ausgehobelt. Auch schon lange kein Profit mehr. Wir sind im Prophet Land angekommen. Jetzt haben wir noch ein. Sehr gut. Guckt es euch an. Schön. Gewinnverdopplung. Eins haben wir aber noch. Egal was da drin ist. Wir haben auf jeden Fall schon Profit. So, zweite Double Win. Schaffen wir 2 Schläge hintereinander. Wie wär's denn? 100, die 3. Wär's mit 3 Euro? Hätte ich nichts dagegen. Komm. Noch ein Dreier, noch ein Dreier, noch ein Dreier. Müsste eine Niete sein. Kein Gewinn, egal. Wir sind im Prophet Land angekommen. Am 10. Adventkalender-Türchen, was will man mehr? So, wir haben ja Heidelbeertraum, glaube ich, war das. Steht nicht drauf. Was war das nochmal? Heidelbeer? Ja, Heidelbeertraum. Dann schlürfen wir mal. Prost. Profit Land. Ja. Schwarzbär-D. Gewöhnungsbedürftig. Kann man aber schlürfen. Nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren, um weitere eventuelle Gewinnfolgen nicht zu verpassen. Euer Robelkast ist raus und sagt tü-tü-tü. Heute ist mal ein guter Tag. Mit Profitland rubbellos. Was willst du denn mehr? Du.